Bildschirmaufnahmen, ja. Ja, das ist halt die Sache, ja. Weißt du was? Komm, wir machen das Tomb Raider 2013er, machen das Legend Overlay raus. Und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Brauche ich da die Bildschirmaufnahme? Nein, ich brauche das hier und das Bildschirmaufnahme raus. Dann kann ich damit spielen. Justin ist fürs Ältere, alles klar. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Alles gut, alles gut. Ich habe es noch rechtzeitig gelesen. Gut, dann spielen wir das Ältere, euer Tomb Raider. Dann brauche ich aber auch die Bildschirmaufnahme. Genau. So, wo haben wir denn die Bildschirmaufnahme? Die passt. Ist eigentlich genial, dass es genau passt. Aber das ist halt schön, wenn man mit pixelgenauen Angaben arbeitet. Grüß dich, Sky. Und ja, wie gesagt, die Sachen habe ich einfach jetzt selbst ein bisschen bearbeitet. Das Problem ist, das Spiel verkraftet, da das Spiel etwas älter ist, verkraftet es nicht, wenn ich raus switche. Ich hoffe, ich krieg den Controller bearbeitet. Neu starten? Nee, muss ich nicht. Passt auch. Okay. Ja, wie gesagt. 1.2 Mai, 18. Mai 2018. Optionen. Gamepad. Hallo, wieso disabled? Okay, da muss ich das Spiel nochmal neu starten. Das ist doof, dass ich es neu starten muss. Ich hoffe zumindest, er erkennt. Warte mal, erstmal Setup. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier für ein Setup? Refresh-Rate ist mir eigentlich relativ. Keine Ahnung. So, machen wir das mal spielen. Ich hoffe, er kennt meinen Controller. Ja, er kennt ihn. Super. Wunderbar. So, Optionen. Language. Ich hatte das. Ja, wollte schon sagen. Wollen wir die Untertitel an- oder ausmachen? Bei deutscher Sprachausgabe bin ich gar nicht so sicher, ob ich das brauche. Ansonsten können wir das auch einfach auslassen. Sagt mir auch bitte Bescheid, wenn das Spiel und ich, wenn die Balance nicht so passt. Okay. Xbox Controller, Vibration. Machen wir mal an, warum nicht? Okay. Ansonsten können wir die Musik auch in-game ein bisschen leiser schalten. Das ist gar nicht so das Problem. Wollen wir mal loslegen. Schwierigkeit, Abenteurer, Mittel. Jo, passt. Das war jetzt zu schnell. Anaya hat irgendwas herausgefunden. Alles klar. Die Lara und ihre Nur Mama. weil man noch keine gefangen hat, kann es trotzdem welche geben.
Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. What? Wieso ist der Untertitel auf Englisch? Okay. Yetis sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Ist schon ein krasser Henry, Vergleich. Was ist passiert? Lady Croft, bitte bleiben Sie sitzen. Hier ist Bravo Tango 229. Backbord wurde doch verloren. Versuche, Querfuhrschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmutter reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt. Ruder bricht aus, verlieren an Höhe. Ja, oh, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Okay. Aua, bo, aua. Aua, bo, aua. Gut, back to reality. Ich denke, du hast deine Kletterausrüstung absichtlich vergessen. Wie kommst du denn darauf? Ehrlich, Sip, das ist wie Treppensteigen, nur nicht so langweilig. What? Ganz toll. Und ich muss immer kotzen, wenn du nach unten siehst. Hey, alles ist zurück. Schnapp dir ein Headset. Alles klar, gucken wir mal. Zurück? Aus Florenz, oder? Ich hab mich doch für Genua entschieden. Bei dem Tempo wird meine Dissertation nie fertig. Na egal. Was macht ihr in Bolivien? Klettern. Ja, ist klar. Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Alles klar. Irgendwie gefällt mir Ich suche nach einigen Artefakten. Und das schon ziemlich lange. Eine alte Freundin aus La Paz hat mir ein sehr interessantes Gerücht erzählt. Was für Artefakte? Naja, unter anderem eine Steinestrade. Ein Felsen. Und sie sagt nicht warum. Dann wäre es doch nicht mehr spannend. Okay, ich muss mich erstmal so ein bisschen mit der Steuerung zurechtfinden. Drücken Sie den A-Button. Ja, ist logisch. Aber da will ich noch gar nicht hin. Okay, wir haben ja was gefunden. Ich bin überhaupt kein Tomb Raider-Profi. Gar nicht. Zero von da. Alter Schwede. Irgendwie ist mir das vielleicht ein bisschen zu schnell. Vielleicht ist der Controller einfach ein bisschen zu sensibel. Bringt nichts. Gut. Warte mal, doch. Nee. Ich guck mal, ob das mit der Herzrate vielleicht ein bisschen besser läuft. Bringt irgendwie nichts. Müssen wir mal gucken. Sag Bescheid. Yay, ich kann einen Stein runtertreten. Super. Okay. Muss ich hier hin? Muss ich hier noch hin? Schon? Soll ich hier hin? Will ich hier hin? Nee. Warte mal, ich kann doch... Kommt das noch? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Weil die alten Tomb Raiders sind jetzt nicht unbedingt. Drücken Sie, Bewegungstaste. Alles klar. Aber wir können jetzt nicht irgendwie tauchen. Das hat Spaß gemacht. Hey, wirf mal einen Blick auf deinen PDA. Er funktioniert noch, falls du das meinst. Cool, angeblich ist er wasserdicht. Du
kannst sogar problemlos damit schwimmen. Außer du isst ihn. Dann musst du eine Stunde warten. Außer du isst ihn. Dann musst du. Ja, der will den PDA fressen. So. Ich versuche einfach rauszuholen, mitzunehmen, was ich kann. Und mich ein bisschen umgucken. Ansonsten kann ich halt. Ah, doch, ich kann tauchen. Okay. Gibt's hier irgendwas? Nö, ne? Okay, das fand ich bei Underworld, bei Tomb Raider Underworld ein bisschen gruselig, weil man da so ewig lang unter Wasser bleibt. Aber das kann ich nur richtig. Okay. Ah, Mist! Die Steuerung! Ich bin es gar nicht gewohnt! Ich hätte vielleicht vorher mal ein bisschen üben sollen. Warte mal, kann ich eigentlich. Den Titel bearbeiten? Müsste doch eigentlich gehen. Ich guck mal, ob ich das mit der. App bearbeiten kann. Bearbeiten? Ja, kann ich. Okay, arbeiten rüber, super. Ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen später geliebt. Ich habe es ja zum ersten Mal gespielt, als ich das in in der Computerbild-Spiele-CD drin hatte. Hallo, ich würde gerne jetzt ein Leerzeichen machen. Speichern, das müsste jetzt auch richtig heißen. Das wird automatisch aktualisiert. Super. Okay, so, jetzt können wir anfangen. Wenn du nicht aufhörst zu schwingen, muss ich kotzen, Lara. Jungs, ihr müsst permanent kotzen, wenn ihr denn. Ah, wo sind wir denn hier? In Höhlen wird es halt aktuell einfach sehr, sehr dunkel. Das ist aber auch für mich der Fall. Also von daher. Okay, hier geht es in eine Höhle rein. Aber. Die Frage ist: gibt es hier noch irgendwas? Von da kam ich. Okay, darüber kann ich. Ich muss durch die Höhle durch. Okay. Schalten Sie Ihr persönliches. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Wenn Lara so früh springt, kann sie sich mit nur einer Hand festhalten. Okay, jetzt sehen wir, wo wir lang müssen. Die Frage. Eigentlich wollte ich hier noch nicht lang. Ich habe das Spiel, wie gesagt, so lange gespielt. Es ist, glaube ich, bestimmt schon mindestens 10. Tief durchatmen, Sip. Sonst wird es eine lange Reise. Ich habe das schon mindestens mal 10 Jahre oder länger bis ich das, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Das bedeutet, man kann schon sagen, dass ich das blind spiele. So, hier gibt es einen Kontrollpunkt. Lass mich raten, hier gibt es bestimmt. Wow! Lauf! Das war aber knapp. Ja, geht. Die Audiologs von der Konvertierung von Steam sind jetzt nicht unbedingt die besten. Aber naja, spielen wir das mal. So. Ich weiß nicht, ob man, wie lange man sich da an diesen Dingern langhangeln kann. Sieht eher aus. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Scheiße, ja, ich werde es Robin selbst sagen. Gib ihm das Funkgerät. Ich leg mich mal auf die Laune. Oh, zum Glück zieht die Lara. Keinen blassen Schimmer. Er will nicht erkannt werden. Ist es gut oder schlecht? Da er es nicht will, ist es schlecht. Da er es nicht will, ist es schlecht. Ah, jetzt mal im Ernst. Man kann auch die Jungs ein bisschen als Idioten darstellen. Gut. Auf jeden Fall weiß ich. War das gerade ein Fehler? Ja, Shader-Fehler. Juhu.
Okay, ich muss hier hoch. Und das nach unten. Also ich glaube, die Dinger gerade hier ab Legend wird es einigermaßen entspannend. Trotzdem gibt es hier nicht noch irgendwas, zu finden. Irgendeine versteckte Vase oder was weiß ich. Bei Tomb Raider bin ich echt so ein kleiner Piniengucker. So ein kleiner Korinthenkacker, was das angeht. Weil ich genau weiß, dass da irgendwas ist. Irgendwo gibt es da was zu finden. Und ja, ich versuch's halt, so gut ich kann. Alles klar. Ich glaube, das Problem ist, dass mein Gamepad einfach zu fein ist, weil... Ich schwör's dir. Das kann das Tomb Raider Legend kann maximal nein, nur... Nein, er tanzte herum. Schreiend und brüllend und so. Echt? Dem hätte ich in den Arsch getreten. Pass mal auf, dass ich euch nicht in den Arsch trete. Wer sind diese Kerle? Die Frage ist, warum sie sich die Mühe machen, Ruinen zu bewachen. Genau. Alles klar, wir haben unendlich Muni, das ist schon mal ganz gut. So, wir müssen mal ran, darüber. Ich weiß nicht, ob die irgendwas an der Steam-Edition geändert haben. Muss ich da hoch? Kann ich da hoch? Sieht so aus, als könnte man da irgendwie hoch. Das sieht auch eh so aus. Ah, Mist! Warum hat sich das Mädchen denn da nicht festgehalten? So, natürlich keine übertriebene Akrobatik. Gut. Dann schwing mal mit deinem filigranen Körper dahin. Aufheben, danke. Super. Ernsthaft, die hält sich an diesem Seil nicht. Die hält sich an dem Seil nicht fest. Scheiße. Und ich muss. Es ist doch unglaublich. Ich will jetzt im Spiel nicht immer die Schuld geben. Hallo. Danke. Soll ich schon mal anfangen? Kann ich mich hier fallen lassen? Ja. Gut, muss ich nochmal zurück. Okay, die springt nur von einer Seite richtig ab. Okay, okay. Was zum... Alles klar. Puh. Wie komme ich da hoch? Keine Ahnung, ich will Lara jetzt nicht auf den Arsch gucken. Ich will einfach nur gucken, wie ich da hochkomme. Oh, das geht auch. Alles klar. Gut, das wusste ich nicht. Ich würde gerne laufen, während ich... Nein! Ich habe... Ach, Mann. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Alles klar. Und hier kommen die verdammten Touris und verderben alles. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Vermutlich Ärger. Wollt ihr das wissen? Angeschaltet. Sonne ins Gesicht.
So, alles klar. Okay. Ich sehe sie. Woher kommst du denn her, du Lappen? So, drücken Sie Y, um eine neue Waffe mitzunehmen. Hab ich doch. Warte mal, kann ich da runter? Ja, kann ich. Will ich da runter? Wahrscheinlich. Da gibt's noch was. Finde ich cool, dass das mit dem Haken geht. Ah, da muss ich hoch, okay. Stimmt. Ja, drück ich doch, du Lümmel. Drücken Sie Y, um neue Waffen mitzunehmen. Ja, wenn hier. Achso. Hier liegt die. No. Das sollte schon zielen. Es ist unglaublich. Drücken Sie Y, ja, das haben wir ja schon. Vielleicht die Kamera noch mal ein bisschen zoomen sollen. Das hat nichts gebracht. So, nehme ich gleich mal so ein Dingsbums. Komm, Lara, mach mal ein bisschen. Whee! Man kann es auch übertreiben. So, jetzt muss ich, um neue Waffen herzustellen, einfach drüber laufen, dann habe ich sie. Okay, oben gibt es sonst nichts. Nee. Ja, nee, ist klar, ne? Jetzt hier in der Nähe, da hinten liegt noch eine Waffe. Da muss man schon genau hingucken. Kein Wunder, warum ich das damals nicht so wirklich... Ich habe es damals zwar schon, glaube ich, durchgespielt, aber so richtig habe ich es nicht erkannt, weil ich nicht so genau hingeguckt habe. Oh, das klang endgültig. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Amateure. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Och Mann, Lara, sei doch nicht so arschig. Das sind auch nur Männer, die wollen auch nur geliebt. Hallo! Warte mal, kann ich da rein? Nee, okay. Das sind doch auch nur Jungs, die wollen doch auch nur geliebt werden. Tja, blöd gelaufen. Ja. Ich hab doch X gedrückt! Och Mann, wieso? Ich hab doch X gedrückt! Okay. Hochsprung. Rüber. Boah. Schön, dass du es geschafft hast. Ist doch ja, recht dunkel. Es geht aber eigentlich, finde ich. Wer kann, der kann. Ja, ich kann's nicht. Okay, da hoch muss ich. Ich weiß auch schon, wie ich da hochkomme. Was ist das für ein Krempel? Müll. Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. What? Hallo, ich würde gern... Alles klar, und jetzt hier und dann runter, glaube ich. Super. Das hat doch schon mal gut geklappt. Och nee, tauchen mit der Steuerung. Nein! Halten Sie den A-Button gedrückt. Schön, dass der A-Button der B-Button ist. Gibt es keine Überlebensinstinkte. Das ist nicht gerade schlau. Lass mal hier nochmal. Hier ist eigentlich nur was zum Dingsbums. Nur was zum schnell aufatmen.